Denn heute gibt es Gulasch mit Kartoffeln, perfekt aus dem Dutch Oven. Ein kleines Schlückchen edlen Wein und... Oh, geil! Die Frage ist doch viel mehr. Ist das Fleisch überhaupt schon durch? Das brutzelt jetzt schon ordentlich vor sich hin. Lass meine Gabel. Dann nimm doch die da. Hey Leute, ich bin's Tom. Hey Leute, ich bin's Tom. Fritz ist heute mit am Start und wir wollen heute zum allerersten Mal die Feuerstelle quasi einweihen. Das Feuer brennt schon und gleich treffen wir die ersten Vorbereitungen, denn heute gibt's Gulasch mit Kartoffeln, perfekt aus dem Dutch Oven. Ich kann euch sagen, das wird ein richtig geiles Ding. Und ja, genau. Fritz macht gerade schon das Feuer und wir schauen mal, was wir jetzt alles schnibbeln müssen. Um den perfekten Gulasch zu machen, brauchen wir auf jeden Fall Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch, eine richtig geile Gewürzmischung von Ankerkraut, das ist hier für Gulasch. Ganz ehrlich, es gibt nichts Geileres. Ein bisschen Tomatenmark brauchen wir auch für die Soße. Ein kleines Schlückchen edlen Wein, fruchtig süß, wird eine richtig deftige und vor allem leckere Sache. Dazu machen wir dann noch Rindfleisch und ein bisschen Schweinefleisch. Es ist quasi ein gemischter Gulasch aus Rind und Schwein. Und wenn wir das Ganze dann getüttelt haben, werden wir dann noch Kartoffeln reinmachen, sodass wir noch eine schöne Beilage dazu haben. Also wir haben jetzt hier Schweinefleisch sowie Rindfleisch und wir werden das jetzt mal mit der Ankerkraut-Gewürzmischung hier würzen und zwar mit dem Gulaschgewürz. Hier drin ist übrigens Paprika, Zwiebel, schwarzer Pfeffer, Majoran, Kümmel, Knoblauch, Tomatenchips, Zitronenschale, Piment und Lorbeerblätter. Weiterhin brauchen wir zum Anbraten des Fleisches auf jeden Fall noch die Zwiebel und die werden wir jetzt mal schälen und dann in kleine, feine Würfel schneiden. Zum grünen Abschluss nehmen wir natürlich noch ein bisschen Knoblauch. Ja Leute, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie wir die ganzen Sachen hier zubereiten. Ich zeige euch erstmal noch mal kurz, was wir jetzt alles haben. Also wir haben hier einmal 4 Zwiebeln, eine Knoblauchzehe, sowie Schweine- und Rindfleisch. Und das werden wir jetzt im Petromax Dutch Oven quasi einmal richtig deftig über dem Feuer zubereiten. Das ist hier der Dutch Oven von Petromax. In dem Fall ist es der FT9. Das bedeutet so viel wie Feuertopf 9 mit 9 Litern Inhalt. Und ja, das ist gusseisern. Das ist eine ziemlich coole Sache. Und je öfter man das benutzt, bildet sich ja quasi innen drin eine Patina, die man dann im Endeffekt auch gar nicht richtig rausscheuert, sondern die wischt man quasi nur mit dem Küchentuch dann raus. Bei diesem Modell handelt es sich um den Feuertopf mit den Standfüßen, sodass wir den gut dann quasi in die Glut reinstellen können. Wir werden jetzt erstmal nur den Feuertopf benutzen und da quasi den Gulasch einmal reinmachen. So, jetzt machen wir das hier mal ein bisschen flach, damit wir den Feuertopf dann hier draufstellen können. Boah, ist das heiß! Das Feuer, ne? Ja, das ist richtig. Der Feuertopf steht jetzt hier auf der Glut drauf. Jetzt machen wir da ein kleines bisschen Öl rein und packen dann das Fleisch dazu und dann kannst du schon richtig anfangen zu brutzeln. So, das brutzelt jetzt schon ordentlich vor sich hin und wir löschen es dann gleich mal ab mit dem Rotwein, sodass wir hier ein richtig schönes, saftiges Gulasch bekommen. Damit uns das Fleisch jetzt nicht anbrennt, machen wir hier noch eine schöne Rinderbrühe rein. Das sind jetzt ungefähr 450 Milliliter. Das Ganze abgelöscht mit Rotwein, dürfte doch richtig geil schmecken.
Jetzt ist der Gulasch soweit erstmal komplett. Das Ganze bleibt jetzt für 30 bis 40 Minuten hier im Dutch Oven drin. Aber jetzt machen wir den Deckel noch drauf, sodass wir da drin eine ordentliche Hitzeentwicklung haben. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, wenn wir den Deckel hier drauf machen, dann brennt das doch bestimmt an. Nee, so ist es nicht, denn wenn noch genug Flüssigkeit vorhanden ist, dann brennt das Essen hier auch nicht an. Ich werde so in einer Viertelstunde mal gucken, ob noch genug Flüssigkeit da ist und gegebenenfalls ein bisschen auffüllen. Ja Leute, das ist schon ein bisschen verrückt, das ist jetzt das erste selbstgekochte Gericht draußen hier im Schwedencamp. Ich habe auf jeden Fall schon mitbekommen, dass wir hier noch einige Dinge brauchen, damit wir hier so richtig losstarten können. Zum einen ist es auf jeden Fall eine ordentliche Sitzmöglichkeit und wenn es regnet, auch eine passende Überdachung. Zum anderen aber auch auf jeden Fall irgendwie so einen kleinen Küchenblock, sodass man auch im Stehen gut mal die Sachen zurechtschneiden kann. Denn auf dem Boden ist es doch sehr mühselig und ich komme jetzt nicht ganz so zu dem Ergebnis, wo ich hinkommen will. Wenn du eine konkrete Idee hast, wie eine Sitzmöglichkeit aussehen soll, dann schick mir doch bitte jetzt mal eine Nachricht bei Instagram mit deinem Entwurf. Mal gucken, vielleicht setze ich das ein oder andere sogar davon um. Aber wir wollen jetzt hier keine Zeit verstreichen lassen, sondern schälen jetzt mal die Kartoffeln. Die waren ungefähr 10 bis 15 Minuten hier mit in den Gulasch reinmachen. Und dann sind die nämlich zeitgleich mit dem Gulasch fertig. Und ich denke, das könnte eine ziemlich leckere Sache werden. Zum Kartoffelnschälen nehme ich jetzt hier auch mein Mora-Messer. Das hat bisher einen ziemlich guten Eindruck gemacht. Das ist vor allem schön handlich und gerade zum Kartoffelnschälen sehr gut geeignet. Kurz richtig zur Seite. Knecht Ruprecht, walte deines Amtes. Passt nicht. Okay, dann müssen wir anders machen. Dann nehmen wir mal raus. Dreh mal. Drehen. Jetzt ab. Noch die Ecke hier noch rein. So, jetzt. Weil das passt doch genau da rein. Jetzt gucken wir mal rein, wie es hier aktuell aussieht. Lecco mio, Alter. Schauen wir mal. Oh, riecht das. Das riecht geil, oder? Alter. Aber wir müssen noch Flüssigkeit nachgeben, definitiv. Oh, richtig geil. Mit dem Pfannknecht läuft das jetzt. So, Deckel drauf und warten. Wir machen jetzt direkt schon mal die Kartoffeln rein, sodass wir dann hier ein fertiges Menü haben. Oder? Passt. So, wir werden jetzt mal zur Tat schreiten und mal gucken, wie es da drin aussieht. Ich bin sehr gespannt, aber ich habe das Gefühl, dass das gut wird. Bist du bereit? I'm ready vom Essen her. Auch also vom... Oh! Und? Oh, geil! Will ich jetzt sofort immer heiß essen? Ich bin bereit. Geil. Die Frage ist doch viel mehr. Ist das Fleisch überhaupt schon durch? Mach mal hier so ein kleines. So ein kleines? Ein kleines halbes Schwein auf Toast. Und? Ich probiere mal lieber nochmal. Probier mal. Mhm. Ja, halb. Au. Mhm. I'm ready. Ganz ehrlich, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt werden wir mal auftun und dann mal gucken, wie köstlich das wirklich mundet. Hunger. Runter mit der Teufelsküche. Küche. Yummy, yummy, yummy. Richtig gut. Schauen wir mal. Es ist halt gerade in diesem Moment angebrannt, ne? Ey. Es ist gerade angebrannt. Na toll. Schön angebrannt. Oh. Das, ich möchte dann aber auch, dass du kriegst auch das größere Stück hier. Ich möchte auch, dass es dann im Titel steht, ne? Das erste Mal angebrannt. How to angebranntes Gulasch. Soll ich richtig abkratzen, so diese Räucherschicht? Kannst du das lassen? Nein. Dann nehme ich das. Ist gar kein Problem. Ja gut, das ist ein bisschen dahin losgegangen. Wir hätten tatsächlich ein bisschen mehr Flüssigkeit reinmachen müssen. Aber gut. Sieht doch ganz geil aus, oder? Ey, guck mal. Also bis auf das hier. Danke. Jetzt wird es ja richtig spannend. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ganze hier auch schmeckt. Lass meine Gabel. Dann nimm doch die da. Boah, das stinkt ja völlig verräuchert, ey. Gulasch ohne Soße gibt's heute. Ja, nee, Soße ist auf jeden Fall nicht vorhanden. Boah, ist auch warm hier am Feuer, ne? Mindestens. Alter, fein mindestens. 300 Grad. Okay. Nein. Das ist ja ekelhaft, ey. Klar, wenn du auf jeden Fall durch. Mhm.
Man muss natürlich dazu sagen, dass diese angebrannte Note. Mhm. Bisschen trocken, ja? Teilweise. Mhm. Es fehlt eine Soße. Die ist leider jetzt schon weg. Die ist weg. Also schmeckt trotzdem geil, ohne Frage. Aber Soße fehlt so ein bisschen. Mhm. Ich finde es trotzdem geil. Beim nächsten Mal machen wir einfach mal mit ein bisschen mehr Soße. Dann wird es richtig gut. Und ohne Anebrandfleisch. Ja, Fritz wird das nächste Mal dann übernehmen. Aha. Mhm. Leute, jetzt mal ernsthaft, wenn ihr Vorschläge habt, was ich als nächstes kochen soll, dann haut das mal bitte jetzt unten in die Kommentare rein. Wir werden jetzt noch ganz entspannt aufessen und es irgendwie schmecken lassen, auch wenn hier keine Soße drauf ist. Aber genau, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, wir kochen hier draußen im Schwedencamp. Das war die erste Folge und ich bin auf viele weitere gespannt. Macht es erstmal gut, habt eine coole Zeit. Wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao.